Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge vom Game-Based Podcast. Passend zur Folge 6 möchten wir uns über das Thema Games und Inklusion unterhalten. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen kann. Und zwar, welche Spiele und welche Konsolen sich vielleicht gar nicht dafür eignen, von Menschen mit Beeinträchtigung gespielt zu werden, welche vielleicht besonders gut und was man auch bei der Spieleprogrammierung beachten kann und welche Projekte sich mit diesem Thema beschäftigen. Und dafür habe ich wieder eine sehr tolle Interviewpartnerin da, und zwar die Bettina Wegenast. Hallo Bettina. Ja, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben uns ja jetzt vor, ich glaube, fast 2 Wochen kennengelernt gehabt. Da hast du bei der Edutainme in Stuttgart einen Vortrag gehalten über das Play Bern Festival. Das ist ja ein Festival, was sich unter anderem mit dem Thema Games und Inklusion beschäftigt. Und das ist ein Projekt der Fabelfabrik GmbH, von der du Inhaberin bist. Möchtest du vielleicht erstmal was über die Fabelfabrik GmbH erzählen? Ja, die Fabelfabrik habe ich gegründet, weil ich auch Theaterprojekte mache und da selber Theater produziert habe. Und wenn man dann halt Leute anstellt, und so ist es gut, wenn man eine GmbH, wenn man eine Firma hat. Vorher habe ich das als Selbstständige gemacht. Ich habe verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war auch mal Lehrerin und habe da Klassen gearbeitet für Kinder mit Einschränkungen. Habe dann einen Comicladen gegründet, bin über die Comics in den 90er Jahren, über die Arbeit als freie Fachjournalistin zum Game gekommen, weil ich da angefragt wurde von der Redaktion: Na Bettina, du schreibst ja immer über diese seltsamen Medien, also Comics und so, und da wäre es, guck dir doch mal diese Games an. Das habe ich dann sehr gern gemacht und bin da auch hängen geblieben und game bis heute. Habe dann andere Stationen eben als Theaterautorin, Kinderbuchautorin durchlaufen. Aber das Game hat sich eigentlich immer so durchgezogen. Super, dann hast du ja auch die verschiedensten Medienbranchen so ein bisschen mitgenommen. Im Rahmen davon ist ja dann auch das Play Bern Festival entstanden. Möchtest du darüber was erzählen? Weil das ist auch mega interessant, weil wir jetzt nicht nur die Perspektive aus Baden-Württemberg, sondern auch aus einem anderen Land uns mal angucken können. Zum Play Bern Festival bin ich über eine andere Arbeit gekommen, also auch mit Games. Und zwar habe ich angefangen, Game-Projekte fürs Altersheim mir auszudenken und habe da auch ein Angebot, wo ich in Altersheim vorwiegend auf Tablets mit alten Menschen game. Und da ist der Schwerpunkt, wie kommt man mit Leuten, die schon ein bisschen weiter weg sind, sprich dement, wie kann man mit ihnen unkompliziert kommunizieren? Das ist ein Angebot auch für Angehörige, weil ich eine Weile bedingt durch meine persönliche Situation von Schwiegermutter und Mutter sehr häufig in Altersheimen war und festgestellt habe, dass es nicht einfach ist, mit Leuten da zu kommunizieren. Und habe dann rausgefunden mit meiner sehr verspielten, spielfreudigen Schwiegermutter, dass es sehr gut funktioniert, wenn man über Tablet, über einfache Tablet-Games, über interaktive Animationen, wenn man da zusammen spielt, wenn man da ein bisschen rumprobiert, dass das sehr viel Spaß machen könnte. Und da habe ich herausgefunden, dass Games auch ein guter Zugang sind für, ja, für alle möglichen Gruppen, also ein Kommunikationsangebot für ganz unterschiedliche Menschen. Und ich habe auch schon lange immer in Hamburg beim Play Festival und habe einfach gedacht, die Schweiz braucht dringend auch sowas in die Richtung. Und deswegen ist es dann zum Play Bern Festival gekommen. Super. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du mit deiner Schwiegermutter dann auch was auf dem Tablet gespielt hast. Hast du da ein Beispiel dafür? Weißt du das noch, was für ein Spiel ihr damals gespielt hattet oder was für eine Art von Spiel das war? Als Einstiegsspiel eignet sich sehr gut Streichelzoo von Christoph Niemann. Das findet man auf verschiedenen Plattformen. Und das ist eine sehr einfache, sehr klare, interaktive Animation. Und die macht einfach Spaß. Also ich habe letzte Woche gerade wieder mit Aktivierungsleuten hatte ich einen Kurs und empfehle das immer. Und es ist einfach, die Leute fangen an zu lachen. Es funktioniert immer, weil es so einfach ist, weil es so klar ist. Weil immer was passiert, wenn man auch jetzt für Personen, die keine Ahnung haben vom Tablet. Also ich komme natürlich auch nicht und sage, wollen wir zusammen Computerspiele spielen? Sondern ich sage, dann probieren Sie doch einfach mal aus. Fassen Sie mal mit der Hand auf das Tablet, auf diese Fläche und dann passiert was. Und die Leute sind meistens begeistert, weil sie was auslösen.
Mir geht es nicht um die ums kognitive Training, sondern es geht darum, gemeinsam Spaß zu haben. Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Habe ich tatsächlich beim Recherchieren gar nicht dran gedacht, dass Menschen, die vielleicht schon im Rentenalter sind, ja auch mit Beeinträchtigungen, ich sage jetzt mal, zu kämpfen haben oder da vielleicht auch gewisse Sachen nicht machen können mehr. Und dass es da ja natürlich die Brücke gibt zu Menschen, die vielleicht seit der Geburt oder durch einen Zwischenfall eine Beeinträchtigung bekommen haben. Deswegen sehr, sehr cool, dass du das dann so aufgefasst hast. Bei PlayBern habt ihr ja auch drei Schwerpunkte, so ist es auf eurer Internetseite. Das habt ihr auch mit drei sehr coolen Illustrationen dann präsentiert. Und zwar einmal Accessibility, Kunst und Education. Wie genau probiert ihr diese drei Sachen zusammenzubringen? Also wie genau kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt zum PlayBern Festival komme? Also im Bereich Kunst arbeiten wir jetzt gerade mit der Echtzeitorganisation zusammen. Die machen die Demoszene, die haben da auch einen Vortrag über die Demoszene. Dann haben wir interaktive Kunst. Cookies nennen die sich. Das ist ein Kollektiv aus Paris, die interaktive Kunst machen. Das sind jetzt nicht Spiele, die man eben von A nach B spielt, sondern Spiele, bei denen man viel ausprobieren kann. Künstlerische Games, die einerseits bei der Eingabe oder künstlerisch beim Design, solche Spiele versuchen wir zu sammeln. Dann haben wir eine Tanzgruppe, die sich mit Bewegungen in Games beschäftigt, die daraus ein Stück gemacht hat und die dann auch eine Intervention macht mit dem Publikum, wo man mittanzen kann. Dann haben wir den Bereich Vermittlung, da haben wir Workshops. Dieses Jahr ist ein Projekt von der TH Augsburg. Die haben ein Projekt Unfriendly Robots und die zeigen, wie man mit Gesicht, mit Mimiksteuerung Roboter steuern kann. Und die Roboter kann man dann bebasteln, so dass die entweder positiv oder negativ reagieren. Wir haben Schwerpunkte dieses Jahr Games mit Migrationshintergrund und das meint Games, die eine feste Herkunft haben, die erkennbar sind. Und da haben wir einen Workshop für Game Designer oder für Leute, die sich dafür interessieren. Game-Entwicklung mit Migrationshintergrund, wie interagiert man aus verschiedenen Hintergründen, was entsteht für ein Spiel daraus, das man auch gern irgendwo verortet hätte. Und dann haben wir beim Barrierefreiheit wieder Menschen mit einer Behinderung, die ihre Art zu gamen vorstellen oder ihre Games vorstellen. Und wir versuchen, eine barrierefreie Game Lounge aufzustellen oder anzubieten. Mit Tischen, die man höhenmäßig verstellen kann und mit unterschiedlichen Controllern, dass unterschiedliche Menschen da spielen können. Also Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen. Oder auch Menschen ohne Einschränkungen, die das mal ausprobieren können. Also es ist eine bunte Mischung und es soll auch Platz haben für Basteln. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir sowas wie eine perfekt organisierte Messe sind, sondern es geht auch darum, dass man Sachen ausprobieren kann und dann gucken kann, was funktioniert oder halt eben nicht. Das klingt auf jeden Fall nach einer bunten Mischung. Was ich mir aber tatsächlich als Herausforderung vorstelle, ist, dass es ja sehr viele verschiedene Beeinträchtigungen gibt. Heißt, vielleicht gibt es Leute, die sehen nicht so gut. Es gibt Leute, die haben, gerade bei den Recherchen habe ich gesehen, brauchen dann sehr spezielle Joysticks, wenn sie spielen möchten. Oder vielleicht gar kein Joystick, weil sie keine Finger haben oder vielleicht nur zwei Finger. Was ist da die größte Herausforderung, dann so etwas zu organisieren, damit man so viele wie möglich mitnehmen kann? Wir haben nicht den Anspruch, für alle was anzubieten. Wir haben den Anspruch oder wir möchten eine Plattform sein für Menschen, die Lösungen gefunden haben oder die von Lösungen wissen, sich auszutauschen. Und wir sagen auch ganz klar, wir können jetzt unsere Game Lounge wird nicht für alle funktionieren, aber wenn ihr eine Lösung habt, wenn ihr einen Vorschlag habt, dann kommt und erzählt uns davon. Das ist so, was wir uns wünschen, dass wir eine Plattform werden. Und ich muss sagen, das Thema Games mit Behinderung, da gucke ich so ein bisschen neidisch auf Deutschland, weil es hier schon sehr viel mehr Initiativen gibt. Und in der Schweiz, also da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial, das würde ich mal sagen. Und du hast noch bei deinen Notizen, hast du auch noch geschrieben, Hürden. Da gibt es einerseits die technischen Hürden, aber andererseits auch soziale Hürden. Dass Menschen mit einer Behinderung auch gar nicht zugestanden wird, dass die auch gamen könnten oder gamen wollten.
Das ist jetzt gerade in Heimen auch immer noch so, dass manche Heime sind da schon weiter und die versuchen ein Angebot zu lancieren oder Menschen miteinander zu vernetzen, die das schon nutzen. Aber oft ist auch so, ja, also unsere Leute, in Anführungszeichen, unsere Leute, die gehen doch auch gar nicht. Und jemand hat mir dann gesagt, ja, wir wissen auch gar nicht von diesen Angeboten, das kommt auch gar nicht zu uns. Da finde ich die Initiative Gaming für alle, die es in Deutschland auch gibt, schon sehr wertvoll, auch als Link, um aufzuzeigen, doch, klar, es gibt Leute, die das auch möchten. Und ich arbeite noch beim Kinder-Game-Preis, beim Kindersoftware Tommy mit. Den haben wir jetzt auch in die Schweiz gebracht. Und da gibt es jetzt neu einen Preis für Barrierefreiheit. Also jetzt bei den Kindergames, das funktioniert so, dass die Bibliotheken Kindergames präsentieren und die Bibliotheken suchen dann Kinderjurys zusammen oder entwickeln Kinderjurys und die Kinderjurys bewerten dann die Games, die in den Bibliotheken ausgestellt werden. Und das sind Konsolengames, PC-Games, Tools oder Apps. Und da merkten jetzt die Leute von Tommy, dass es da ein Bedürfnis gibt, auch die Games auf Barrierefreiheit zu testen. Und da gibt es jetzt eine eigene Kategorie Barrierefreiheit in Spielen. Was wären da zum Beispiel Kriterien dafür, dass jetzt ein Spiel diesen Titel gewinnt? Kann ich das Spiel, auch wenn ich schlecht sehe, gibt es irgendwie eine auditive Leitung durch das Spiel? Oder gibt es visuelle Leitung, wenn ich schlecht höre, gibt es Möglichkeiten, einen Xbox-Controller, einen Adaptive-Controller anzuschließen? Wie einfach wird es einem gemacht, das Game zu spielen, wenn man nicht so schnell ist? Gibt es Möglichkeiten, das einzustellen, die Geschwindigkeit, die Schwierigkeit? Gibt es Längen? Also kann ich Sachen auch abkürzen, wenn ich nicht so lange konzentrieren kann? Also lässt sich das Spiel gut speichern? Gibt da unterschiedliche Kriterien. Ja, das sind sehr wichtige Punkte. Ich habe mir auch die Seite gamingohnegrenzen.de angeguckt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die finde ich auch super. Ich habe mir da durchgelesen, da sitzen verschiedene Leute, Leute mit Beeinträchtigung und ohne, und schreiben dann zu verschiedenen Spielen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe offen. Die schreiben da ein eigenes Punktesystem. Zum Beispiel bei Hören steht dabei, bei Mario Kart, dass man es ohne Ton spielen kann, weswegen es super ist und alle wichtigen Ereignisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Aber bei Sehen hat es nur einen von 3 Sternen, weil es eben ein sehr unruhiges Design ist. Jeder, der Mario Kart mal gespielt hat und die Regenbogenstrecke gefahren ist, weiß, glaube ich, wie stressig das sein kann, das zu spielen. Und auch, dass die Kontraste einfach sehr schlecht sind und es deswegen wohl sehr schwierig ist, das mit einer Sehbeeinträchtigung zu spielen. Und das ist ja dann auf jeden Fall schon mal ein super Ansatz, dass es Seiten gibt, wo man sich darüber informieren kann, wenn man spielen möchte. Du hast ja jetzt gerade auch den Adaptive Controller angesprochen. Du hattest den von Xbox auch bei deiner Präsentation vor 2 Wochen so ein bisschen vorgestellt gehabt. Da ist ja das Interessante, dass man durch Pust- und Ziehbewegungen auch steuern kann. Willst du vielleicht was darüber erzählen, wie das bei gewissen Beeinträchtigungen helfen kann zu spielen? Das war der Quadstick, den ich da vorgestellt habe. Das war Lulz7, der den nutzt. Der hat eine degenerative Muskelerkrankung und der kann nur noch mit dem Mund spielen. Er sagt, früher konnte er das mit den Händen problemlos, aber jetzt konnte er nur noch mit dem Mund spielen. Und das ist ein Tool. Das sind so verschiedene Röhrchen, die man über Luft einsaugen und pusten dann Figuren steuern kann. Habe das selber noch nie ausprobiert und ich finde, es sieht aber unglaublich aus, wenn Louis ihn da spielt. Also wenn ich dem Spiel zusehe, merke ich überhaupt nichts. Und ich sehe aber, dass er pustet, dass er saugt an diesen Röhrchen und die Figur bewegt sich völlig fließend. Aber das hat nichts mit dem Adaptive Controller von Xbox zu tun. Was ist dann da der Unterschied dazu? Dass das eine eben mit dem Mund gespielt wird. Und ich weiß nicht, wie da die Anpassungen sind dann an die Spiele. Aber der Adaptive Controller, das sieht ja aus so wie ein großes Frühstücksbrett mit großen Knöpfen. Und der hat sehr viele USB-Anschlüsse. Und dazu besorgt man sich meistens offenbar das Logitech-Set. Die unterschiedlichen Funktionen, die man am Controller hat, kann man dadurch dann ersetzen, dass man eben die Knöpfe benutzt oder Fußpedale benutzt. Das ist etwas, was schon standardisiert ist und der Quadstick offenbar
gibt es noch in ziemlich kleinen Auflagen. Also den muss man sich extra bestellen, der ist auch ziemlich viel teurer. Das sind unterschiedliche technische Anpassungen. Man braucht doch wahrscheinlich sehr viele verschiedene technische Lösungen, um verschiedene Sachen abzudecken. Aber es ist sehr schön, die Bewertungen unter diesen Produkten sich durchzulesen, weil die Leute einfach sehr dankbar sind, dass etwas in die Richtung gemacht wird. Und das ist auch, finde ich, etwas sehr Schönes, wenn man sich dann mit dieser Thematik befasst. Ja, also ich meine, es geht mir ja auch so. Ich freue mich auch, wenn ich nicht mehr stundenlang ein Spiel spielen muss und dann und nicht speichern kann, wenn die Speicherabstände sehr viel kürzer geworden sind. Das ist für mich auch eine Erleichterung. Ich fand auch etwas sehr interessant, was du gesagt hattest. Und zwar meintest du, dass Pac-Man im echten Leben schwer behindert wäre, dadurch, dass er zum Beispiel keine Hände und keine Beine hat, was aber dem Spielspaß und den Fähigkeiten im Spiel keinen Abbruch tut. Und ich fand das so interessant, diese Aussage, und es hat mich richtig zum Nachdenken gebracht, weil es kommt eben tatsächlich auf das Game Design komplett drauf an. Hast du auch schon mal Kontakt mit Game DesignerInnen gehabt und über diese Thematik geredet? Sind bei Playbern auch teilweise SpieleentwicklerInnen dabei? Wir hatten einen Workshop Game Design und Disability. Da hat sich Chris Solarski, der ist Game Designer, hat sich damit beschäftigt mit der Thematik. Und beim Gespräch darüber oder also beim Vorgespräch haben wir dann festgestellt, dass es ja ganz viele Game-Figuren gibt, die quasi schwer behindert sind oder die sehr eingeschränkt sind, aber die in ihren Spielen so gut funktionieren, dass kein Mensch daran denkt, oh, Pac-Man ist schwer behindert, der Ärmste. Der hat ein tolles Spiel, der funktioniert da super gut. Also es kommt wirklich darauf an. Es müssen Figuren müssen nicht immer explizit behindert sein in Spielen, sondern man kann auch einfach feststellen, diese Figur kann das und diese Figur kann was anderes. Also jetzt auch gerade bei Journey, da können die Figuren ja auch nicht viel, aber die können fliegen und lösen dadurch ihre Probleme. Aber die können auch nicht Sachen aufheben oder können Sachen ja tragen oder mit Schwertern schwingen oder so. Und das fällt keinem Menschen auf, sondern man akzeptiert das sofort. Kommt wirklich darauf an, in welcher Umgebung, in welchem Spiel sich dann die Figur befindet. Ich habe in der letzten Folge mit einer Spieleentwicklerin aus Stuttgart geredet und da hatten wir das Thema Inklusion auch ganz kurz angesprochen und sie meinte, dass sie extra Budget zur Seite gelegt haben, um auch einfach mit Leuten, die sich mit dem Thema Games und Inklusion auskennen, reden zu können, weil sie das auch integrieren möchten in das Spiel, das sie jetzt gerade entwickeln. Aber sie meinte auch, dass das schwierig für sie ist, weil sie müssen sich eben das Wissen von extern holen und Geld zur Seite legen. Glaubst du, dass das einer der Gründe ist, wieso viele vielleicht doch die Finger von dem Thema Inklusion lassen bei Games, weil es dann doch viel teurer ist, das mit einzubeziehen? Weiß nicht, wie viel teurer das ist. Recherche muss man ja so oder so betreiben, aber ich glaube, der Aufwand ist schon, also man muss sich des Aufwands bewusst sein, man muss sich dessen bewusst sein, dass man das will. Und dann ist es noch immer so, dass ein Großteil der Gaming-Community kümmert sich da auch nicht groß drum. Und man müsste halt dann Spiele auch speziell bewerten. Das mir jetzt hat bei Last of Us 2 hat das super geklappt. Das ist immer das Spiel, das bei uns, wenn ich jetzt gerade Menschen mit Sehbehinderung rede, die sagen, ja, das war so super toll und bisher ist nie mehr was Vergleichbares gekommen. Aber die haben sich das halt von Anfang an auch vorgenommen, haben entsprechend Entwickler in mit Einschränkungen mit einbezogen und haben das dann auch explizit so beworben. Das ist halt der ganze Vorgang. Es reicht nicht, sich dann nur jemanden zu holen, der einen Tipps gibt, sondern man muss dann die ganze Produktionsstrecke muss man halt so ein bisschen umdenken oder anpassen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Dass viele denken, ah, das funktioniert ja auch so und das interessiert mich. In unseren Abläufen hat das einfach keinen Platz. Aber ich glaube nicht, dass das speziell viel teurer ist. Ich glaube einfach, man muss das ein bisschen breiter denken. Hast ja gerade schon das Spiel The Last of Us angesprochen. Was genau hatte denn bei dem Spiel so gut funktioniert für Menschen mit Sehbehinderung? Dass alle Ziele, dass die Wege auch auditiv im Spiel vorkommen. Also man gibt auch eine auditive Lenkung in dem Spiel. Wie kann man sich das vorstellen? Also, kannst du da irgendwie ein Beispiel nennen von einem Level? Ich hör die Räume, wo ich im Raum mich befinde. Ist es eher dumpf? Ist es eher hell? Also welche Umgebung befinde ich mich? Und ich bekomme auditive Signale, wo die Ziele sind. Also so, wenn ich mit der Maus
irgendwo hingehe, dann kriege ich auch ein auditives Feedback. Also da könnte ein Gegner sein, das ist gefährlich. Und das hat jetzt für einen unseren Mid-Play-Banner, der fand das ganz klasse. Und was auch toll war, wir hatten, als er das präsentiert hat bei Play-Ban, hatten wir einen Bildschirm und da war der Lautsprecher nicht besonders gut. Und wir haben dann aber gemerkt, dass er einen Großteil des Spiels auswendig gelernt hat. Er meint, das passiert bei ihm ganz automatisch. Also dann gesagt, ah ja, jetzt komme ich da und da ist die Garage. Ja, genau. Und jetzt muss ich da und da. Ja, beeindruckend. Das sind auch Sachen, worüber man sich, denke ich, wenn man keine Beeinträchtigung hat oder halt keine Sehbeeinträchtigung, sage ich jetzt mal, nicht so viel Gedanken macht, dass dieses Auditive dann absolut notwendig ist, wenn dieser Sinn eben zu einem Teil fehlt. Weswegen das auch, ja, wie du auch vorhin gesagt hast, wahrscheinlich, wenn man das dann mit einbezieht, dann auch wirtschaftlich trotzdem vielleicht eben beworben werden kann und dann für höheren Umsatz in dieser Community sorgen kann. Heißt, die Zielgruppe ist auf jeden Fall da. Was ich gerne machen würde, was ich mir so überlege, ist, dass man Partner sucht, um einen Preis auszuschreiben für Games, die noch in Entwicklung sind zum Thema Barrierefreiheit. Also jetzt gerade auch für Schulen, für Hochschulen, wo man das ganz klar einen Schwerpunkt drauflegt und dass dann die Spiele, die Prototypen, die dann von Menschen getestet werden, die eben eine Behinderung haben. Also so wie das beim Tommy funktioniert, beim Kindersoftwarepreis, dass das die Games in Bibliotheken sind und von Kindern getestet werden, stelle ich mir vor, dass es einen Preis gibt für Barrierefreiheit, die dann an Orten getestet werden, wo Menschen hinkommen, die Barriere haben und die dann die Spiele testen können. Das können Heime sein oder Freizeittreffs oder sonst wo. Aber dass das dann auch eben von Experten getestet würden, diese Prototypen. Das einerseits, um ein Bewusstsein zu schaffen an den Schulen und andererseits aber auch jetzt gerade Heimen oder Freizeittreffs das Bewusstsein zu geben, dass Spiele eben einen Wert darstellen, eine Verbesserung der Situation auch sein können. Also ein Zugang zur Gesellschaft. Und natürlich dann auch das Fachwissen der Menschen mit Behinderung nutzen zu können. Denkst du, dass es möglich ist, durch Games noch mehr Sensibilität für das Thema Beeinträchtigung generell zu schaffen? Ich erinnere mich jetzt an ein Spiel, ich habe leider den Titel vergessen, es ist eine Weile her. Das habe ich auf der Nintendo Switch gespielt und da wurde simuliert, dass man blind ist und man konnte sich praktisch nur immer, wenn man auf einen Knopf gedrückt hat, wurde eine Schallwelle ausgelöst, durch die man den Raum dann erkennen konnte. Und das war für mich, also mir sind die Schuppen vor den Augen gefallen, so wow, okay. Wenn ich mich jetzt komplett irgendwie auf meine Ohren verlassen muss und dieser Sinn, auf den ich mich komplett verlasse, nicht mehr da ist, ist meine Wahrnehmung ganz anders. Das hat dieses Spiel zwar nur simuliert, aber das hat bei mir schon für so einen richtig großen Aha-Moment gesorgt. Denkst du, dass das auch eine gute Möglichkeit ist, für Leute, die keine Beeinträchtigung haben, mehr zu sensibilisieren? Ja, das scheint ja bei dir funktioniert zu haben. Wobei jetzt Sensibilisierung finde ich klasse, finde ich gut, aber man sollte es auch nicht überbewerten. Geht wirklich darum, Menschen ganz konkret mit einzubeziehen. Ich habe letztens auch ein Spiel gesehen von einer Behinderteninstitution, die einen Auftrag gegeben hat an ein kleines Entwicklerstudios von Menschen ohne Behinderung und die haben halt auch ein Spiel gemacht, um zu sensibilisieren. Und ich habe dann gefragt, also wie können Menschen mit einer Behinderung hier teilnehmen? Können die auch mitspielen? Und dann haben sie, oh nein, daran haben sie nicht gedacht. Das soll für Menschen sein, Schwierig. sensibilisieren. Aber gut fände ich, wenn es Spiele gäbe, bei denen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, die zusammenspielen könnten. Das fände ich eine richtige Sensibilisierung. Also wo es Games gäbe, die man vielleicht mit jemandem spielen könnte, der blind ist, der eben das Auditive sehr viel besser versteht. Und ich kann das ergänzen dann mit meinen Möglichkeiten, mit meinen sehenden Möglichkeiten. Das wäre für mich jetzt eine wirkliche Sensibilisierung. Wenn wir in die Zukunft blicken, was wünschst du dir denn für die Playbären, was da noch alles gemacht werden kann? Unabhängig jetzt also von Geld oder irgendwas, was würdest du dir wünschen, könntet ihr noch anbieten oder welche Meilensteine wollt ihr noch erreichen? Ich möchte auch hier mit unterschiedlichen Institutionen arbeiten,
möchte, dass das alles noch bunter wird, dass sich das über die ganze Stadt, über die ganze Welt weiter ausdehnt. Was mir Spaß macht jetzt bei dieser Playbern ist auch, dass wir mit zwei Museen zusammenarbeiten, jetzt mit einem Inuit-Museum, also Inuit-Kunst, zum Spiel Never Alone und mit dem Alpinen Museum zum Spiel Mundown, dass die kommen und uns erzählen, was uns die Games erzählen. Also das mal gucken, was erzählt uns Never Alone über die Kultur der Inuits, das dann von Fachpersonen bewertet wird. Also ich möchte, dass das alles noch viel bunter wird, dass es auch zugänglicher wird, eben jetzt für Menschen, für alte Menschen, die auch kommen und ihre Spiele vorstellen. Ich möchte, dass es so bunt und so breit wird wie möglich. Das ist ein sehr schönes Ziel. Ihr habt es auf jeden Fall schon mal nach Stuttgart geschafft. Und ich muss auch sagen, dass ich auf jeden Fall mal lostreten werde, dass wir bei der Computerspielschule Stuttgart uns auch mehr um das Thema Inklusion Gedanken machen. Gibt es denn die Möglichkeit, auch für Deutsche zum Play in Bern zu kommen, oder muss man da Schweizer, Schweizerin sein dafür? Nein, man muss nicht Schweizer, wir verlangen keine Ausweise. Abgesehen davon sind auch Menschen mit Migrationshintergrund heuer, also dieses Jahr, dazu eingeladen, Games aus ihren Ländern vorzustellen. Da bin ich sehr gespannt, ob wir Leute finden. Ich weiß, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund, jetzt nicht Schweizer, Schweizer sind, auch aus Afrika kommen oder aus Indien kommen, dass die halt auch viel von diesen großen Spielen spielen. Also Fortnite ist da genauso beliebt. Aber vielleicht fällt ihnen ja dann doch ein Spiel ein, das in irgendeiner Weise ihre Heimat abbildet. Da haben wir auch einen Slot am Samstag und am Sonntag bei Playbern, wo wir Leute einladen möchten, Spiele aus ihrem Herkunftsland vorzustellen. Wann genau wird die nächste Playbern stattfinden? Die wird vom 2. bis zum 4. September stattfinden. Im Brocker, das ist ein ehemaliges Schulhaus, das ist im Zentrum von Bern. Und sind alle herzlich eingeladen, uns da zu besuchen. Ja, der Einladung hoffe ich, werden viele Leute nachkommen. Es klingt wirklich sehr cool und als wären sehr viele verschiedene Leute da. Ich danke dir sehr für deinen Input. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe und du vielleicht noch den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Und nur einfach spielt überall, also sucht unterschiedliche Spiele und versucht mit unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Menschen zu spielen, auch gerade mit alten Personen. Das kann sehr bereichernd sein. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir bald auch voneinander hören. Vielleicht sehen wir uns auch bei der Playbern und dann bis bald hoffentlich. Ja, danke euch für das Interesse.